Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Und hallo, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von 7 Tage Poker, diesmal zum dritten Mal. Und wie immer besprechen wir gemeinsam mit Robert Wertheim und Arvid Klöhn, der jetzt dann wahrscheinlich hier im Bild ist. Oder hier. Von Poker Olymp die wichtigsten und spannendsten News der Woche. Und wir starten diesmal gleich mit der WCUP, Arvid. Das ist mein Thema. Championship of Online Poker, genau, das ist dein Thema. Was ist da los? Ja, es ist eine Menge los. Ich fange einfach mal beim letzten Wochenende an, beziehungsweise ich gehe noch einen Schritt zurück. Ich fange bei unserem letzten Gespräch an. Da haben wir über Joel Brown gesprochen. Das war der junge Mann, der sein Bracelet bei eBay verkauft hat. Hat er gemacht für $2,500. Immerhin. Zwei Tage später hat er das nächste WCUP-Event gewonnen. Das war das Turnier Nummer 24. 97k hat er abgeräumt. Kein Bracelet mehr, nur noch ein Token of Recognition. Was auch immer das ist. Vielleicht finden wir den demnächst auch auf eBay dann. Dann wissen wir wenigstens endlich, was es ist. Dann hatten wir ein paar deutschsprachige Erfolge. Unter anderem der in Österreich spielende Pokaturo hat Event Nummer 30 gewonnen. Dominik Nietzsche hat bei Event Nummer 33 den dritten Platz belegt für fast $50,000. Und Event Nummer 34 wurde vom deutschen Spieler Maxim 737 gewonnen. Das war ein PLO-Turnier. Und Turnier Nummer 35, das war der Super Tuesday, wurde jetzt gerade entschieden. Da wurde der Xing Master aus Deutschland Zweiter für fast $200,000. Bombastisches Ergebnis. Der Knüller, den wir jetzt noch haben, das ist das High Roller Turnier, Turnier Nummer 28. Das teuerste jemals ausgetragene Online-Turnier überhaupt. $102,000 hat der Spaß gekostet. Am Ende haben tatsächlich 24 Spieler mitgemacht. Vier davon waren sogar doppelt drin. Und Tada, am Ende gab es einen deutschen Doppeltriumph. Benz B789 hat das Turnier gewonnen und Zweiter wurde, naja, wer soll da schon anders hin als Fedor Holz, natürlich. Beide jeweils über $1 Million abgeräumt, haben zum Schluss einen Deal gemacht, kennen sich beide sehr gut. Bombastisches Ergebnis für beide, für Holz wieder ein unglaublicher Lauf. Nicht nur, dass er in den Wochen, Monaten zuvor quasi alles gewonnen hat, auch in diesem Turnier hat er einfach so viel Glück gehabt. Das geht im Grunde auf keine Kuhhaut mehr. Ich habe hier mal die schönsten Highlights rausgefischt. Er hat am Final Table mit König 2, hat er im Big Blind, hat er ein Raise gecallt, trifft die Asse von Nikita Bojadowski in Full House bis zum River, kriegt volle Auszahlung, also bombastisch. Bisschen später nimmt er den Igor Kurganov raus. Mit 9-5 Offsuit ist er auf dem Turn mit einem Open-Ender All-In, trifft die Straße auf dem River, bums, schmeißt er seinen Freund raus. Und etwas später war er Preflop mit 5-3 suited All-In und gewinnt gegen die Zähne von Ike Hexen, die man sich einen Flush bastelt. War wirklich ganz, ganz verrückt. Aber auch der Ben hatte ein bisschen was Glück. Der hatte, als er Zweiter in Chips war, ein riesengroßes All-In mit Ass-Dame gegen Ass-König gegen Salman Behbehani gewonnen und sich so dann auch ein bisschen an die Spitze gemogelt. Aber gut, Glück gehört beim Poker dazu. Am Ende haben die beiden dann gechoppt und jeweils ungefähr $1,1 Million abgeräumt. Bombastisches Ergebnis. Hat dich die Teilnehmerzahl positiv oder negativ überrascht im Großen? Ich glaube, das ist genau das, was sich die Veranstalter erwartet hatten. Ich glaube, man hat ein bisschen gehofft, dass etwas mehr, vielleicht zumindest ein Amateurspieler mit dabei ist. Das war jetzt quasi gar nicht der Fall. Also es waren alles mehr oder weniger die Leute, die man da erwartet. Es war am Anfang ein bisschen spooky, weil es war eine relativ lange Late-Reg-Phase und da passierte einfach sehr wenig. Am Anfang wurde quasi zu viert oder zu fünft gespielt und bis kurz vor Ende der Late-Rage-Phase waren 12 Leute im Turnier. Und da sah es kurzzeitig so aus, als würde es tatsächlich nicht klappen. Aber dann kam das Bum, Bum, Bum und dann stand die Zahl auf einmal bei 28. Also es haben dann alle ganz zum Schluss sich entschieden. Vielleicht tatsächlich, weil sie Angst hatten, dass ihnen sonst der Overlay entgeht, der dann doch nicht entstanden ist. Ja, aber es waren halt genau die Leute, die man eben bei diesen Turnieren erwartet, drin. Ja, also es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, wären da ein, zwei unbekannte Namen gewesen, aber ja, gut, das macht ja nichts. So hatten wir Pokerfreunde auch unseren Spaß an dem Turnier, weil wir einfach alle Spieler kannten. Irgendwelche Einwände noch? Nein, ich wollte die Teilnehmerzahl fragen, aber die hatten wir ja schon. Genau, die Frage ist, ob diese Teilnehmerzahlen auch in Zukunft stabil bleiben werden, nachdem PokerStars jetzt erneut Änderungen bekannt gegeben hat, zum, ich weiß nicht wie vielten Mal, ich glaube
das zweite große Mal auf jeden Fall, nachdem zum Jahreswechsel die große Bombe geplatzt ist, dass der Supernova Elite Status wegfällt, die Frequent Player Points abgeschafft werden, die Rake wurde dann erhöht und jetzt nächste große Bombe geplatzt. Es gibt keinen Supernova Status mehr, zumindest nicht mehr auf ein ganzes Jahr gesehen, sondern nur noch monatlich. Und ihr habt geschrieben auf Poker Olymp: Amaya gibt den Spielern, die PokerStars seit vielen Jahren die Treue halten, den nächsten und wohl letzten Fußtritt. Glaubt ihr wirklich, dass es so krass kommen wird? Also dass wirklich... Wirklich betroffen sind wir ja nicht. Also ich glaube, dass tatsächlich jetzt nochmal, also im Gegensatz zum letzten Jahr, haben wir diesmal eine viel stärkere Änderung noch. Es war damals, hat die Änderung einfach vor allen Dingen die Elite-Spieler betroffen. Das waren halt die so 60% aufwärts Rakeback bekommen haben. Das war eine Handvoll, die man einfach gesagt hat, okay, kommt, Kinders, geht mal ein bisschen runter, 45% zum nächsten Jahr und danach maximal 30. Jetzt ist es so, dass man einfach mehr oder weniger allen Spielern sagt, okay, dieser VIP-Club, den es so bislang bei PokerStars gab, den wird es nicht mehr geben. Also es ist ja nicht nur die Änderung, dass der Supernova-Status mehr oder weniger abgeschafft wird, auch wenn vielleicht der Name noch bleibt, vielleicht auch nicht. Es ist in dieser relativ vagen Ankündigung, wird auch mehr oder weniger umschrieben, okay, wir werden ab sofort oder ab 2017 irgendwann nicht mehr auf das Spielvolumen der Spieler eingehen, wenn wir die VIP-Punkte berechnen. Sprich, wie viel du spielst, hat eventuell Einfluss mehr darauf, was du dann eigentlich an Cashback oder Rakeback bekommst. Dafür gibt es jetzt Punkte bei Roulette, Blackjack und so weiter. Ja, das ist, die Idee ist natürlich, dass man so die Spieler dazu animiert, möglichst alle Produkte auszuprobieren. Und ich glaube, das Interesse von Amaya, wie von jeder anderen Pokerseite auch, ist, dass die Leute am Ende einen Großteil ihres Geldes eben in den Casinos umsetzen, weil im Casino hast du halt keine Mitspieler, die irgendwie noch gewinnen können. Da geht halt alles direkt an den Anbieter. Und die greifen dort ihre House-Edge ab. Und das war halt bei PokerStars lange Zeit unter den Scheinwerks so, dass das eben, es gab keine Casinos. Jetzt mit Amaya wird da volle Schiene drauf gefahren. Und man sieht ja auch, dass der Casino-Markt, der boomt und wächst. Der Pokermarkt, der wird langsam etwas kleiner. Und das ist natürlich einer der Gründe, warum so etwas passiert. Man zieht die Spieler einfach rüber ins Casino. Und genau das wird jetzt auch bei PokerStars passieren. Was gäbe es denn für Ausweichmöglichkeiten für die echten Pros? Welche Seiten bieten sich da an? Das ist im Moment sehr, sehr schwierig, weil im Grunde alle Seiten jetzt dieses Recreational Model fahren, dass man dort den Amateurspielern, oder beziehungsweise, es ist ja nicht mal so, dass man den Amateurspielern so viel mehr bietet, das ist einfach so, dass Pros was wegnimmt. Da ist jetzt Ausweichmöglichkeit schwerlich, klar, man kann Partypoker, iPoker oder auch 888 nutzen, aber die Seiten haben alle das gleiche Problem wie PokerStars, wenn es um Vielspieler-Boni geht. Das ist einfach, diese Vielspieler sind für diese Seiten nicht mehr wirklich relevant. Das war vor 7, 8 Jahren, waren diese Spieler extrem wichtig, weil die einfach da waren, um das viele Geld, was eingezahlt wurde, auch zu zerreiben. Dass das umgesetzt wird in Rake. Jetzt wird weniger Geld eingezahlt und jetzt auf einmal sind diese Spieler ein Problem, weil sie einfach Netto-Auszahler sind und sie werden auch noch dafür belohnt, dass sie den anderen Spielern das Geld abnehmen. Und das ist im Moment nicht wirklich gewünscht und gern gesehen. Jetzt kann man Hoffnung setzen in die neue Seite von dem Geld. Genau. Aber das ist, wenn, dann hat er auch geschrieben, Q1 2017 und ja, es besteht natürlich jetzt dann das große Risiko, am Ende hat man dort dann einen Haufen Two-Plus-Poker-Strategy und andere Forenspieler, die sich dort versammeln, aber du brauchst halt die Fische, die das Geld reintragen und die sind im Moment halt immer noch bei PokerStars, 888 und Co. Also ob das Konzept dort aufgeht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Mich hätte gewundert, dass Daniel Negreanu sich überhaupt nicht geäußert hat zu diesen neuerlichen Änderungen bei PokerStars. Weil letztes Jahr war noch einer von denen, der gesagt hat, ne, das muss man anders sehen und das ist schon okay und das Recreational-Modell kann man schon so machen. Und jetzt kein Piep. Er hat das letzte Mal relativ viel, also er hat sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hatte auch sehr viel versprochen. Hatte immer wieder angekündigt, dass Ankündigungen kommen, die ganz toll sind für die Pokerspieler. Darauf warten wir bis heute. Und also egal, was er jetzt sagt, es kann nur falsch sein. Das Einzige, was er machen könnte, was die Leute noch irgendwie positiv aufnehmen, wäre, wenn er jetzt einen Vicky Corrin macht und einfach sagt, so, danke, das war's. Aber das wird nicht passieren. So katastrophal sind diese Änderungen bei PokerStars für die meisten Spieler auch nicht.
Klar, in den Foren wird laut geschrien und gejammert. Ich glaube, die meisten Freizeitspieler merken nicht, dass dort passiert. Insofern ist das, ich glaube nicht, dass Daniel Grano sich da groß weiter zu äußern wird. Gut. Grano ist auf jeden Fall ein Mitglied in der Hall of Fame, die ja jetzt wieder zur Wahl ansteht. Bis 7. Oktober haben die 21 noch lebenden Mitglieder der Hall of Fame und 20 ausgewählte Journalisten die Möglichkeit, die neuen Mitglieder zu wählen. Es sind erstmals 7 Nicht-Amerikaner auf dieser Liste von den 10 auf der Shortlist. Die Amerikaner sind auf jeden Fall Todd Brunson, Chris Moneymaker und Matt Savage, der Turnierdirektor. Die Nicht-Amerikaner, es ist Umberto Brenes aus Costa Rica. Eli Elezra wird wahrscheinlich als Israeli geführt. Bruno Fitosi, ein Franzose. Carlos Mortensen, Spanien. Max Pescatore, Italien. Chris Björin, ich hoffe, man spricht ihn richtig. Björin, ich habe gelesen, man muss mit Ö schreiben, was ja die Amerikaner einfach negieren. So. Okay, dann ist es der Chris Björin, ein Schwede, und Dave Devil Alliot. Die Auswahlkriterien sind ein bisschen schwammig auch, weil es heißt, in den Auswahlkriterien, man muss gegen einen starken Gegner gespielt haben, man muss mindestens 40 Jahre alt sein. Was ein bisschen seltsam ist, weil Bill Hickok auch in der Hall of Fame ist und der war erst 39. Sie müssen hohe Beträge gespielt haben und dann das Ganze noch konstant. Und dann gibt es noch für Nichtspieler, das muss ich jetzt ablesen. Er muss zum Wachstum und Erfolg von Bog mit anhaltenden positiven Ergebnissen beigetragen haben. Dazu wird der Jack Binion, der Sohn von Benny Binion, gehören. Und auch Benjamin Binion selber. Es sind eher zwei Unbekannte dabei, meiner Meinung nach. Das ist der Schwede Chris Björin, der bei uns nicht so sehr bekannt ist. Er war ein Spieler der späten 80er, ist Zweiter der schwedischen All-Time-Money-Playlist. Ich habe kurz nachdenken müssen, wie ich recherchiert habe. Wer ist eigentlich der Erste? Fällt es euch ein schnell? Schwedische All-Time-Money? Ja, wer könnte der Erste sein? Das wird dann wieder so riesiger sein, nehme ich mal an. Nein. Machen wir es kurz. Der Online-Grinder. Nein, machen wir es kurz. Es ist Martin Jakobsson. Nicht Isildur? Nein, die Nummer 1. Die Nummer 1 im Schwedischen ist... Ach so, live, okay. Live, gut, das ist 15 Millionen. Björn hat auf jeden Fall noch 2 Bracelets gemacht, hat 14 Turniere gewonnen, hat 203 Caches und 2016 hat er 6 WSOP-Caches gehabt. Also durchaus... würdig, aber eher unbekannt. Ein anderer eher unbekannter ist der sehr wandlungsbereite Bruno Fitoussi, ein Franzose. Er ist auffällig, weil er in Frankreich TV-Kommentator ist, hat auch schon 2,8 Millionen Turniergewinne, 5 WSOP-Finaltische. Ist der mit der super Frisur? Das oder? Ist der Abwechsel, der hat auch so eine kurze und eine tolle. Kaum eine Wahl hat so viele Emotionen emporgehoben wie jetzt diese Wahl, weil sie sehr viele Spieler jetzt noch ihre Meinung dazu abgeben. Nämlich der Punkt ist Devilfish. Phil Hellmuth, Tony G, Vicky Curran und Sam Tricken sind für Devilfish. Obwohl Phil Hellmuth heute einen Tweet veröffentlicht hat, wo er Nummer 1 den Carlos Mortensen als Sieger sehen möchte, in das zweite ist ein Devilfish. Grundsätzlich dagegen ist Matusov, die sind eher für David Chu oder Jeff Lissandro. Die aber wobei, nicht nominiert sind, oder? Nein, die jetzt gar nicht nominiert sind. Okay. Doch. Negreanu hat sich aber heute wieder, oder gestern in seinem Blog ausgesprochen dafür, dass Devilfish doch ein würdiger Vertreter wäre, weil von diesen 5 Punkten, die gefordert sind, um in die Hall of Fame zu kommen, 5 von Devilfish tatsächlich erreicht werden. Phil Ivey ist noch nicht drauf, weil der wird erst dieses Jahr 40, das heißt zum Zeitpunkt der genauen Nominierung ist. Sie müssen zum Zeitpunkt der Nominierung 40 Jahre oder älter sein und anscheinend war es so, dass Ivey... Was ist mit Wild Bill Hickok? Ist der gestorben, bevor er 40 geworden ist? Oder? Ja, er wurde erschossen. Okay, Wild Bill Hickok wurde 39. Dead Man's Hand. Ja, ja. Der wurde hinten, aber er war 39, war nicht ganz 40. Okay. Ja. Am 26. wird dann im Binghams in Las Vegas der neue Sieger bekannt gegeben. Und ja,
Es wird eine spannende Angelegenheit. Die Frage ist aber, wen würdet ihr? Muss ich mich auf diese Liste dort beschränken? Nicht sonderlich. Weil das ist, ich glaube, ein Hauptproblem ist für mich mit der Hall of Fame, das ist halt so ein amerikanischer Gentleman-Club und im Grunde immer noch so ein bisschen Doyle Brunson und Freunde. Und es würde mich nicht wundern, wenn auch dieses Jahr die Wahl entsprechend ausfällt. Es würde mich sogar nicht wundern, wenn Werte aufgenommen werden und das zwei Amerikaner sind. Wobei es halt dieses Jahr doch sehr nicht amerikanisch auf der Nominierungsliste aussieht. Aber das ist halt ein extrem undemokratischer Prozess dort. Es bestimmen halt mehr oder weniger nur die Leute, die jetzt in der Hall of Fame sind und ein paar Journalisten, wer da reinkommt. Die Nominierung ist für mich sehr undurchsichtig gewesen. Ja, mein Favorit wäre Isai Scheinberg, der jetzt tatsächlich nicht auf der Liste steht, der auch keine Chance hat, darauf zu kommen, weil er persona non grata bei gewissen Kreisen dort ist. Aber der Gründer von PokerStars, der hat für Poker so viel getan in den letzten 15 Jahren. Ich glaube, das ist so ein Auto-Include in dieser Liste eigentlich. Ich glaube, das merkt man erst jetzt, wo PokerStars jetzt bei Amaya ist, wie positiv. Jetzt merkt man es besonders deutlich, ja. Es wurde ja früher auch schon sehr viel geschimpft, aber jetzt berechtigter. Hast du einen Favoriten? Ich möchte noch eins dazu sagen, wir waren ja schon in dieser Hall of Fame in Vegas. Ja. Und es ist recht schräg, weil die ist überhaupt nicht spektakulär. Also so gar nicht. Das ist irgendwie, gell? Das ist ein Binnen, so ein kleines Hinterzimmer, wo ein paar Bilder draufhängen. Ich war sehr enttäuscht. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie spektakulärer. Und ich frage mich, wie hoch der Wert generell ist. Also das ist irgendwie ein Gossip-Thema, das man diskutiert in der Poker-Szene, aber in Wahrheit hat es null Auswirkungen auf irgendetwas, oder? Also es ist reine Ego. Ja, es hat keine Auswirkungen, aber es wird diskutiert. Das ist. Es wird diskutiert. Ich würde Chris Moneymaker nehmen, ganz einfach, weil er halt der Auslöser des großen Pokerbooms ist und letztendlich ja des Pokerbooms in Europa. Und wer so heißt und noch dazu dafür verantwortlich ist, das ist einfach eine coole Kombination. Und das ließe sich wahrscheinlich dann einen Mainstream-Medien nochmal verkaufen, dass jemand, der Moneymaker heißt, wer es noch immer nicht weiß, jetzt in der Hall of Fame Poker aufgenommen worden ist. Ja. Eines der Argumente von Negreanu, warum Devilfish jetzt nicht in die Hall of Fame aufgenommen werden sollte, ist der, dass er meinte, dass nur weil er jetzt gestorben ist, soll man jetzt nicht ihn aufnehmen, sondern soll durch seine Leistung in die Hall of Fame aufgenommen werden und nicht aus Mitleid. Mein persönlicher Favorit ist Thor Hansen, der zwar auch leider Gottes sehr krank ist, aber sehr, ein wundervoller sehr Mensch. Ein wundervoller Mensch, jeder, der ihn kennengelernt hat, es gibt kaum einen freundlicheren, es gibt kaum einen Menschen, der meiner Meinung nach Poker so positiv transportiert hat wie Thor. Ganz im Gegensatz zu Devilfish, ich finde, er ist ein Kleinkrimineller, der ja nicht unbedingt fürs Image von Poker beigetragen hat. Mein Favorit absolut Thor Hansen und ich denke, für nächstes Jahr ist es glaube ich klar, nächstes Jahr wird ziemlich sicher gehe ich sogar gerne wetten ein, Phil Ivey in die Hall of Fame aufgenommen werden. Ja, das war bei 41. So. Er wurde 40 und wurde aufgenommen. Das wird bei Ivey auch so sein. Garantiert, ja. Jo, haben wir noch etwas? Ich denke, das waren die wichtigsten Meldungen der Woche, oder? Absolut. Haben wir noch was? Wie hast du das Gespräch mit Nathalie empfunden? Ich fand es sehr angenehm. Sie ist immer noch eine wirklich sehr, sehr angenehme Persönlichkeit im Poker-Business. Also das würde mich freuen, wenn es da weitere Gespräche irgendwann gibt. Es wird ja in den nächsten Tagen oder Wochen wird es ja eine große Neuigkeit von ihr geben, wo wir schon gespannt sind. Wir tun jetzt so, als ob wir es nicht wüssten. Aber es ist ja leider Gottes noch nicht ganz offiziell. Aber was wir wissen ist, Nathalie Hof hat jetzt einen eigenen YouTube-Kanal. Und genau. Im Zuge dessen haben wir immer Interview mit dir gemacht. Das genau, wird auch verraten. Unten verlinkt werden. Gibt auch schon zwei Vlogs von der lieben Nathalie, die sind ganz lustig. Haben mit Poker zwar wenig zu tun, aber mein Gott. Es hat sehr viel mit Essen, sehr viel mit Best zu tun. Köln. Köln, ganz wichtig. Ja. Ja. Okay, haben wir noch irgendwas, was nächste Woche bevorsteht eigentlich? Wir haben jetzt noch ganz viel WCUP, dann haben wir auf 888, auf Party Poker auch noch Serien, die parallel laufen. Also online steht jetzt echt viel auf dem Programm. Ansonsten werden wir jetzt auf YouTube mit dem Main Event versorgt, was von ESPN geschnitten ausgestrahlt wird. Definitiv interessant. Vielleicht noch eine kurze Anekdote zum Abschluss, so zum Thema Lauf und wie guter Lauf eigentlich funktioniert.
Der tschechische Spieler Ethanolol, klingt so ein bisschen wie Ethanol, nur mit einem extra O noch dazwischen, hat in seinem Leben 18 Turniere auf PokerStars gespielt. Zwei davon waren Mini-W-Cup-Turniere. Eins mit 18.856 Spielern, das andere mit 11.982. Was hat er gemacht? Beide gewonnen. Und das, wow, das war auch noch am selben Tag. Das ist schon ein unglaublicher Lauf, sich so da durchzusetzen. Gab jetzt nicht, es waren halt billige Turniere, es gab jetzt nicht so viel Geld, waren 3.500 und 11.600 Dollar, aber Respekt. Bombastische, wow, Leistung. Ja, vor allem im Verhältnis zum Buy-in natürlich auch, dass man dann investiert. Ne? Ja, das ist Preisgelder. Gut. Gut, das war's. Das war's. Wir sehen uns nächste Woche. Freuen uns schon darauf. Nächsten Freitag wieder. Und dann schauen wir, was es dann Neues gibt. Einen schönen Dank nach Berlin. Macht's zu Poker Olymp. Tschüss. Ciao. Ciao.